見ろ。ただの廃墟だったところに忽然と砂漠が現れた。侵害に侵され薄れていく意識の中、決死の思いでここに棺を作ったんだろう。干上がった塩湖が砂漠となり、わずかに残った沼地の風は強烈な潮を吹きつける。エヴァが生まれたのは不毛の地だ。どちらかが血の渇きを迎えたなら、残った方が人としての最後を与えようと誓った。エヴァはあの先で待っているのだろう。語りすぎたな。先に行く。ここから先は俺たち二人の問題だ。うん、悪くないね。あ、beinahe Schulter an Schulter, Ecke. Und Io macht nichts. Gut, ja, willkommen zu Code Vein. Willkommen zurück. Ja, Eike jetzt neu mit Segelzahnkantenschwert und... Yeah. Wie heißt dieser Angriff? Ja. Schwerer Angriff. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow. Gut, dann gehen wir jetzt mal ab in die Wüste. Ich habe eine Technik, die einen Gegner auf 10 Schritt töten kann. Wie heißt diese Technik? Töten auf 10 Schritt. Guter Name. Krass. Die Chinesen sind mit ihren Kampfnamen wirklich perfekt. Ach ja, das so, macht... Schnittfest beginnt in 3, 2, 1. Viel Spaß. Ja, ich bin der Meister der Schnitteffekte. Obwohl, na gut, die sind ja eh meistens, die sind ja alle von Sony Vegas vorgegeben. Ah, eine faulige Mistel. Oh, wie höre ich da röcheln und stöhnen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in der Wüste sind. Da würden, weißt du, wer da ganz doll stöhnt, Eike, in der Wüste? Na? Wüstlinge. Nein. Doch. Ah, das sind hier quasi die Sandversion von den Käfermännern aus den heulenden Buren. Boah, die sehen aber fies aus. Lass dich bloß nicht von dem beißen, Eike, da kriegt man bestimmt so eine dicke Beule. Guck mal auf dein Eco. Was, dass Eco verbraucht wird in Sand? Ja. Oh, toll. Du sollst hier schnell raussprinten. Das ist quasi dasselbe wie das Giftgebiet, nur statt Leben wird hier unser Eco schräg durch Magie abgezogen. Super. Das heißt, wir müssen dann wieder mehr auf normale Angriffe setzen, anstatt auf Spezialangriffe. Beziehungsweise auf Bajonett. Oder einfach nicht in den Sand rennen. Naja. Aber hey, Eike, vielleicht treffen wir ja auf einen Haufen von Robotern, die sich zusammen verbinden zu einem riesigen, Kokon, aus dem dann ein nackter weißhaariger Ken schlüpft, mit viel Schleim. Ich glaube, das sollten wir auch ins Auge fassen. Oh. Was? Der Terrorist hat mich erwischt. Nein. Dabei ist doch jetzt Frieden bei denen. Angeblich. Hier, zwischen USA und Taliban, Eike. Friedensvertrag. Hab ich gelesen. Oh, Schleimsand. Wir nehmen einfach denselben Charakter und färben ihn anders ein. Was, Dijon? Ja? Was habe ich vor irgendwie 5 Folgen gesagt? Dass ein Kritikpunkt keine Gegnervielfalt ist? Ja. Wenn du es noch einmal sagst, ist das Projekt abgebrochen. Dann gibt's Power, bis auf den Knochen. Bei mir ist das ganz einfach, weil ich habe ja kein Körperfett, praktisch gesehen, nicht wahr? Oder Muskeln. Wieder ein Schnitt, Eike? Ja, natürlich, für okay. Die ganze Zeit. Okay, hier kommt ein Schnitt. Oh, fuck! Was ist das denn? Oh, oh, oh. Wir wissen doch, Eike, wenn Charaktere, Gegner so komische Bewegungen machen, dann heißt es, sie laden irgendwas auf. Soll das sein, ein Sandschild? Sandschild, der Ego entzieht. Ja. Von dem gibt es noch einen in dem Gebiet mit Treibsand rundherum. Aha.
Also müssen wir uns ja quasi hier mehr komplett auf unsere, wie heißt das, unsere Kampffähigkeiten verlassen als auf Ico, weil wir können ja nicht dauernd hier, Ico-Konzentrat uns reinziehen. Und was lag hier jetzt eigentlich? Ah, lass mich raten. Ein weiterer Blutkristall, ja? Ja. Okay. Denn merke, im Fantasy-Spiel immer in die Ecken laufen, denn da liegt meistens eine +5-Keule. Oder ein, in dem Fall hier ein Blutkristall. Ach, ich glaube, das hat man in den letzten Folgen ja auch gesehen. Obwohl, man hat, glaube ich, nichts gesehen, oder? Ich glaube, ich habe ja in deiner Version gespielt, also habe ich gar keine Dinger liegen sehen. Deswegen ist es ziemlich kontraproduktiv, deswegen sollten wir das innerhalb der Woche mal machen, ne? Ja, ich weiß. Weil aber Dechan will immer nicht spielen. Ich sag mal, wollen wir Code Vein spielen? Nee, jetzt nicht, nee. In der Woche? Ja. Ja, habe ich jetzt mehrmals gefragt. Immer gefragt, wollen wir jetzt Code Vein aufnehmen und machen? Nee, jetzt nee. Nee. Stellt mich hin, als wäre ich so ein Kleinkind-Eike. Bist du ja auch. Deswegen sind wir ja. Gegen gleich und gleich und so, ne? So. Was haben wir denn hier? Da war das auch noch ein Käfermann. Aber ich folge mal lieber den Eike. Denn du weißt ja, Eike. Ah. Erste Mistel, Heilzeit. Geil. Kriegen wir zumindest unser Zeug wieder? Da muss ich dann wieder frei vertreten. Ich habe das hier schon gemacht. Ich habe das hier schon vorgespielt ein bisschen. Ich bin schon bei der dritten Mistel. Deswegen. Ich weiß, was jetzt noch kommt. Ich habe das nur und so weiter. Ah, ja. Ich wollte nur jetzt nicht mit Dechan das nochmal machen, weil Dechan mit seiner kleinen Knuppelsense da immer ein bisschen zupiekst, das ist aber keine keinen Knubbel, Schaden macht. Das ist keine Knuppelsense, das ist ein Pfahl. +6. Das hat nicht jeder. Ich habe da Waffen auf +7. Wie +7? Da musst du ja schon an Königin-Titan rangekommen sein, oder nicht? Ja, gibt's hier. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass das irgendwelche Bosse fallen lassen. So. Tja. So, auf Level 115 würde ich uns machen, damit wir richtig schön stark sind. Ja. So, Quatsch, das geht ja in der Mistel, das kann man nicht selbst machen. So, 15. Immer so 115. Klein, immer kleine Schritte, nicht gleich auf 170 gehen oder so. Geht ja auch nicht. Ja, ich meine nur als Beispiel. So. Mamma mia! Oh, ich kann Eike auf den Hintern sehen. Ja. Alles ist zerstört, aber zum Glück stehen die Leiter noch. Kugel kommt. Oh, das ist der. Ja, Jones-Moment wollte ich jetzt sagen. Wollte erst tun, wenn er. Ah! Ich dachte, es gibt nur eine. Ja, dafür, dass das Ding so riesig ist, ist der Schaden eigentlich verträglich. Autsch. Moment mal, ist das nicht genauso wie in Resident Evil gewesen? Weißt du, es ist aber nur ein Stein. Ah! Die Selbstmordkapsel, Eike. So. Hey, Eike, lass mich auch mal kämpfen. Was für ein lustiger Effekt. Und rüber. Ach, wenn der Sand nicht wäre, der hier, wie heißt das Wort? Er ist das Wort behindert. Nicht wahr? Ja. Oder die Wichsviecher, die einem Leckzustand hinzufügen. Er hat mir Leck hinzugefügt. Ach, der Typ da oben schmeißt damit. Er ist quasi sowas wie, der ultimative Mistkäfer. Ich wette, wir können jetzt ihn verhindern um ihn rum und ihn dann richtig schön mal auch mal die Bälle schmecken lassen. Nee, hier steht er. Ja, ist doch gut. Yeah! Eine kalte Kompresse mitten ins Genick. Harmoniachrom, das bringt bestimmt Harmonie. Die perfekte Harmonie.
Und mein Echo ist gleich weg. Ja. Gut, wir könnten natürlich auch diesen, ach Gott, wie heißt denn das? Oh, schöne... wie heißt das Wort? Schönes Panorama. Den aufgeladenen Angriff machen, Eike, meine ich. Mit den Stacheln aus dem Boden. Wie heißt der denn? Na? Ich komm nicht drauf. Nein, wir sind ja schon bei über 28 Folgen. Wir müssen ja jetzt eigentlich jetzt zwischen was drin haben, aber nein. Sind wir erstmal auf warten? Ach komm, ist eh egal. Vergiss nicht, Eike, wenn die, ich glaube, ich habe das jetzt richtig verstanden, Eike. Ich glaube, wenn die Lebensleiste der Gegner so blau aufleuchtet, dann können wir, glaube ich, mit der rechten Trigger hier den Angriff machen. Weil der Typ eine Gunblade im Rücken stecken hat? So sieht das aus. Genau. Sieht aus, als wenn du das verkaufen möchtest. Guck mal. Was? Guck mal. Was? Noch ein Stachelmann? Scheiße im Scheißgebiet. Genau, mit Treibsand. Und komischen, was soll das darstellen? Können wir die Stacheln einsetzen? Nee, wahrscheinlich nicht auf den Sand. Doch, können wir. Dann lock ihn mal an. Okay. Oh, da geht er natürlich weg. Da geht er natürlich wieder weg. Warte. Ah, die Reichweite. Unendlich weit geht das leider auch nicht. Warte. Jetzt. Angekratzt. Naja. Einfach warten, dass er hierher kommt. Ich wette, der kommt da nicht. Wenn ich Politiker werde, wäre ich auch so. Was ist Ihre Lösung des Steuerproblems? Ah, er hat schon den Schild angemacht. Kommst du da durch? Ich schau mal. Da ist meine Grenze. Ah, da musst du halt ein bisschen näher ran, ne? Da kommt er. Los, mach. Was soll ich denn machen? Deinen blöden Veil? Ach, so heißt das. Und jetzt... Ja, das könnte ein bisschen dauern. Das machen wir nicht in die Aufnahme. Wir machen nicht alles in die Aufnahme. Wir machen nur so ein bisschen rein, damit ihr... Guck mal, es sind Aiming-Staubwölkchen. Das ist ja putzig. So, jetzt machen wir ihn fertig. Wir haben ihn besiegt, Eike. Und mit was? Mit der absoluten Ultra-Pussy-Taktik. Pussy! Oh, ich dachte mit der Macht der Freundschaft. Das sagen wir mal, Anime. War übrigens nicht nötig. Ich habe das Gebiet hier schon komplett geplündert gehabt. Ich weiß. Das ist schon ich bin hier durchgelaufen und bin weggerannt vor dem. Wie? Als ich nicht hingeschaut habe oder wieder was? Nein, als du nicht da war. Als ich hier alleine war. Ach so. Naja, und dann wieder die Drachenkopfschütze. Ich glaube, ich packe jetzt mal das Bayonett wieder weg. Warum dauert das... Ist es bei dir nur so, ist es bei mir nur so, Eike, oder bei dir auch? Was? Dass das Wechseln von der anderen Waffe irgendwie... ein bisschen... naja... dauert. Müssen wir es mal versuchen. Bestimmte Gegner sind ja auf bestimmte Schadenstypen irgendwie, sprechen ja eher drauf an. Das kommt immer drauf an, nicht wahr? Im Sinne von Stich oder Star oder Stoßen. Oder Schlitzen, wie es heißt. Naja. Oder Feuer oder Eis. Ah, oh, guck mal, Eike, hast du ihn gesehen?
Wen? Der noch Typ von der Übergangsregierung? Ja, ja, noch wieder ein Ritter. Mit Riesenwuchs. Ah, okay. Ah, lass mich raten, runterkippen. Von der anderen Seite, dass dann der Shortcut offen ist. Laufen, lau 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 laufen, lau 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 laufen. Ach, können wir die Zeit uns nicht vertreiben, indem wir, was weiß ich, einen coolen Manga lesen. Was halt überall. Hier liegt wieder auch ein Vestige, ein Blutcode, ne? What? Ach so, Leben wieder nachfüllen, ne? Okay. Willst du es wissen? Was denn? Abgestürzt. Ach Quatsch.